Dollala, wollte hier nochmal für die Earth.0School.net-Seite Werbung machen, wo man ja heute eigentlich relativ gut gerade mal erkennen kann, wie der erste Wolkenwirbel hier gerade noch in Norwegen am Rumwüten ist, oder Schweden erreicht er halt gerade. Der zweite, von dem ich heute Morgen schon sprach, Tiefdruckgebiet mit mehreren Kernen, was ja schon zu erkennen ist, dass das mehrere werden und nicht nur ein Kern ist. Ja, das ist die logische Folge. Hier den künstlich geschaffenen Korridor, hier mit zwei ziemlich scharfen Trennlinien, wo entgegen dem normalen Luftstrom Kaltluft zugeführt wird. Und hier behaupte ich einfach mal, relativ wieder natürlich in dieser Strömung hier, mitten über dem offenen Meer, da ein Loch drin zu haben. Warum ist die Strömung da unterbrochen? Da steht kein 8000er Berg oder sowas. Ich wage jetzt mal die Vorhersage, dass diese Strömung hier sich nicht in diese als Hochdruckgebiet drehendes Gebiet einreihen wird, sondern dass die sich umdrehen wird und hier draus ein entgegen dem Uhrzeigersinn drehendes Tiefdruckgebiet machen wird. Was denn der dritte ist, was in Folge hier kommt. Und so werden die Dinger künstlich vorbereitet und werden uns weiterhin mit mittelschlechtem Wetter erfreuen. Also einfach nur so auf Besserung zu warten. Ich muss diese Hoffnung immer wieder zerstreuen. Weil ich bin ja hier in der Mitte quasi, auf den Azoren. Und ich kann hier ziemlich gut den Himmel überblicken und zusehen, wie sie den bearbeiten. Und muss euch sagen, das ist halt eben ein menschengemachtes Wettergeschehen und nicht unbedingt durch die Partikel verursacht, die aus dem Volkswagen-Auspuff herausgekommen sind. Auch nicht aus unserer Heizung. Die werden von ganz anderen Partikeln verursacht, die Wetterbedingungen, die wir heute hier haben. Da sollten wir mal ganz dringend darüber anfangen zu diskutieren. Das ist eigentlich die Intention, die ich hier immer wieder verfolge, damit diese schöne Kugel auch halbwegs so blau bleibt. Weil wenn ihr euch die ISS-Livestreams anguckt, ah, dann werdet ihr schon mal sehen, dass der Planet eigentlich schon weiß ist. Da ist eine komplett weiße Haut außenrum. Oh, ich werde die ISS live einfach mal verlinken hier mit dem Video. Gut, genug geschwallert wieder. Genug auf dem Thema rumgehackt, was mir nicht passt, was ja unsozial ist. Dieser Vollidiot. Ich kann ihn nicht vergessen. Ide. Ja,